Ein Plastiksack mit Steinen reicht aus, um diese Landmine in Syrien zur Explosion zu bringen. Es ist eine Detonation wie diese, die Sami al-Attar vor wenigen Monaten sein rechtes Bein kostet. Wie viele seiner Landsleute flieht er vor dem blutigen Konflikt in seiner Heimat über die Grenze in die Türkei. Als er wieder zurückkehrt, um Lebensmittel in sein Dorf im Nordwesten Syriens zu bringen, tritt er auf eine Mine. Wir kamen aus Güvece in der Türkei und überquerten den Stacheldraht. Dann gingen wir eine kleine Straße entlang. Das Wetter war schlecht und der Boden matschig. Plötzlich spürte ich etwas und wurde nach hinten geschleudert. Auch hinter mir wurde jemand getroffen. Er verlor dabei ein Auge. Die Aufständischen beschuldigen die Regierung, die Minen gelegt zu haben, um die Syrer von der Flucht abzuhalten. Es ist das Regime von Bashar al-Assad, das die Minen hier gelegt hat. Sie wurden vor einem Jahr platziert, einige auf Feldern und andere entlang der Grenze zur Türkei. Inzwischen kontrolliert die Freie Syrische Armee das Gebiet und versucht, die Minen zu räumen. Abu Baeda ist aus Assads Armee desertiert und sucht mit einem Metalldetektor nach den gefährlichen Explosionswaffen. In diesem Olivenhain wird er dicht unter der Oberfläche fündig. Zur Explosion gebracht werden die Minen nur, wenn sie nicht bewegt werden können. Mehr als 400 Minen hat Abu Baeda bereits gefunden. Zumindest diese Sprengfallen sind keine Gefahr mehr für die Menschen in Syrien.